Das Spiel der Woche wird Ihnen präsentiert von SP Trockenausbau in Lotte. Wir haben die passende Lösung für jede Anforderung. Trockenbau, Schallschutz, Akustik, Bodenbelagsarbeiten, Abriss oder Sanierung. SP Trockenausbau Lotte. Und von Motorgeräte Bude aus Hopsten, Ihr professioneller Partner für Mähroboter und automatische Beregnungsanlagen. Motorgeräte Bude aus Hopsten. Sowie von Andreas Egelkamp Heizung, Lüftung, Sanitär aus Recke. Ihr Partner für nachhaltige Energiekonzepte, innovative Lüftungssysteme und moderne Sanitärkonzepte aus einer Hand. Andreas Egelkamp in Recke. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Heimspiel Spiel der Woche. Kreispokal Tecklenburg 2019-2020, Halbfinale. Mit dabei als Gastgeber der SV Büren 2010. Dritter der Vorsaison in der Kreisliga A Tecklenburg und damit leider knapp am Bezirksliga-Aufstieg vorbeigeschrammt, als die Saison abgebrochen wurde. Und als Gästeteam der TuS Recke, Dritter der Bezirksliga 12 Westfalen in der Vorsaison. Auch für Recke kam der Corona-bedingte Saisonabbruch im Aufstiegsrennen etwas zu früh. Der TuS musste in der Spielklasse verbleiben. Und da sind wir auch schon im westfälischen Lotte, genauer gesagt im Lotte-Ortsteil Büren, wo der heimische SV 2010 seine Spielstätte nur wenige Meter entfernt von der Landesgrenze zu Niedersachsen hat. Nach der Hitze kommt Wind und Regen. Bestes Fußballwetter also in diesem Pokalhalbfinale bei angenehmen Temperaturen so um die 20 Grad. Kennt man ja schon fast gar nicht mehr. Apropos nicht mehr kennen, hier nochmal ein Blick auf den Turnierbaum des Kreispokal Tecklenburg der Saison 2019-2020 als kleine Auffrischung für uns alle. Der SV Büren hielt als letzter amtierender Kreisligist im Wettbewerb die Fahnen im Halbfinale hoch. Die restlichen drei Teams aus Recke, Langenberg und auch Arminia Büren derzeit allesamt in der Bezirksliga 12 aktiv. Wer von den Vieren wird ins Finale einziehen? Die Antwort gibt's am Ende dieser Zusammenfassung. Hier haben wir das Schiedsrichtergespann der heutigen Begegnung im Dienst an der Pfeife Stefan Schönfelder aus Hörstel. Ihm assistierten die beiden Herren Till Kauschke und Robin Rathermann von der Seitenlinie. Und der Sportkamerad Schönfelder, der hatte hier einen richtig betriebsamen Nachmittag. Kleiner Tipp, dieses Video ruhig mal bis ganz zum Schluss anschauen. Und hier das Matchup. Das ist ein Das Stadion hier in Büren war so gut gefüllt, wie es Corona zuließ. Die 300 Zuschauer aus Büren und Recke erwarteten einen richtig heißen Kick. Hier sehen wir die Gastgeber. Bevor wir mit den Highlights starten, und davon gab es hier reichlich, schnell noch die Startaufstellung der beiden Teams. Marcel Tschichowski brachte bei den Hausherren aus Büren folgendes Personal im Tor. Nick Gubenscheimer davor, Andy Nagawa-Nagafchi. Davor Pedro Hernandez de Sousa Tenorio, Kapitän Patrick Klug, Joel Thieme, Nicolas im Siepen, Oliver Winkler, Eduardo Henrique, Barbo Santero, Karl Gründel, Leon Modowski und Ilian Ridic. Auf der anderen Seite entschied sich Gästetrainer Thomas Mersch beim TuS Recke für folgende Startelf. Im Tor Yannick Sriskandaraya, davor Tom Bohrenschulte, Maximilian Tamm, Lennart Göke, Dominik Pieper, Dennis Sriskandaraya, Tim Esslager, René Hilke, Marvin Strohmann, Kapitän Max Stermann und Kai Brönstrup. Dann mal rein in die Partie. Vierte Minute, der Kreisligist aus Büren von links nach rechts in weiß und blau mit der ersten Offensivaktion der Partie nach einem Freistoß. Kopfballchance Andy Nagafchi, der in sämtlichen Spielberichtsbögen als Andy Nagawa geführt wird. Vielleicht ein Deckname, wer weiß, ach ja, die Szene wurde übrigens von Schönfelder wegen Abseits zurückgepfiffen. Trotzdem präsentierte sich der Außenseiter hier von Beginn an frech und aggressiv, Recke tat sich schwer. Sechste Minute, wieder Büren, Karl Gründel mit der Spielverlagerung auf Nagafchi, der zieht hier mal nach innen. Schuss, Versuch, aber knapp vorbei, der SV Büren 2010 voll drin im Spiel. Eine Minute später erneut der SV mit einer Standardsituation. Eduardo Barbosa Antero und Joel Thieme standen auf Seiten des Kreisligisten zur Ausführung bereit. Thieme mit der hohen Hereingabe. Kopfball Nagafchi und Tor! 1:0 für den SV Büren! Andy Nagafchi alias Andy Nagawa ist per Kopf zur Stelle und markiert hier den Führungstreffer. Der TuS aus Recke in der Anfangsphase zu schläfrig und das rächt sich just in diesem Moment. Büren 1, Recke 0, hier die Wiederholung. Wir schauen von der Seitenlinie, ob der Torschütze womöglich im Abseits gestanden haben könnte. Nö, alles sauber. Nagafchi läuft im richtigen Moment ein, entwischt seinen Bewacher und trifft über den chancenlosen Gästekeeper Yannick Sriskandaraya hinweg in die Maschen. In
Die erneuten Minute dann die Antwort der Gäste. Marvin Strohmann mit einer Ecke von der linken Angriffsseite. Flach in den Rückraum auf Dominik Pieper. Direktschuss und Bürger Schlussmann. Nick Gubenscheimer hat zu seine liebe Mühe mit dem Aufsetzer. Am Ende kann Oliver Winkler die Situation für die Weiß-Blauen bereinigen. Erster Aufreger dann in Minute 11. Für Recke ist Dennis Schriskanerei am Ball, zieht in den Strafraum und holt sich gegen Petro de Sousa Tenorio die Kugel zurück, um dann im Zweikampf gegen Leon Mordowski zu Boden zu gehen. Faules Meter oder nicht? Schönfelder sagte nein, wir prüfen. Oder sehen wir, dass Mordowski den Ball spielt? Also meinen Augen korrekt von Schönfelder hier eben nicht auf den Punkt zu zeigen. Recke auffüllen! In Minute 16 gab es einen Freistoß für die Gäste aus zentraler Position und da hat der TuS ja bekanntlich mit Dominik Pieper, die Nummer 8, einen Spezialisten im Team. Marvin Strohmann steht ebenfalls dabei und hatte da wohl was gesehen. Pieper, Linksfuß, bringt sich in Stellung. Freigabe, Schuss, drin! Dominik Pieper besorgt hier per direkt verwandelten Freistoß den Ausgleich. Klasse gemacht, der passte genau ins Eck. Hier die Wiederholung. Kurz geschaut und reingeknallt. Gubenscheimer blieb hier nur das Nachsehen. Aber stand die Mauer eigentlich richtig? Hier die Auflösung. Gubenscheimer hat die Mauer meinen Augen korrekt gestellt. Nur dann bewegt sich Petro de Sousa Tenorio mit der Nummer 4 immer weiter nach links und macht somit die Lücke auf. Und das hatten Strom und Pieper gesehen. Das Ende vom Lied, ein äußerst präziser Schuss von Dominik Pieper an der Mauer vorbei ins obere Eck des Tores. Toll ausgeführt. 1:1 nach 16 Minuten. Also alles wieder offen. Und Recke jetzt mit Oberwasser. Keine 60 Sekunden nach dem Ausgleich diese Szene. Schriskanerei mit dem Pass in die Spitze auf Tim Essnagel. Und der scheitert hier an dem Herausstürzen des V-Keeper Nick Gubenscheimer. Um eine Halte der TuS aus Recke hier binnen wenige Sekunden die Partie komplett gedreht. Hier die Parade von Gubenscheimer noch einmal in der Wiederholung. Mit dem Fuß verhindert er den erneuten Einschlag, stark gehalten von Bürens Schlussmann. Weiter geht's in Minute 21. Jetzt waren die Hausherren wieder an der Reihe. Nagafchi über links ins Zentrum zu Nicolas Imsipe. Der legt ab für Barbosa Antero und der zwingt es gerade zu einer Parade. Reckes Keeper vereitelt auch einen möglichen Nachschuss. Gute Chance für den Kreisligisten hier. Wir schauen auf die Wiederholung. Verdeckter Direktschuss hier von Barbosa Antero. Yannick Schriskanerei ist rechtzeitig im bedrohten Eck und anschließend auch schnell genug, um per Fuß zur Ecke zu klären. Stark gemacht von Reckes Schlussmann. Den anschließenden Eckball nehmen wir dann auch gleich nochmal mit. Joel Thieme hatte sich das Spiel gerade hingelegt und suchte offenbar ein bestimmtes Target vor dem Tor. Hohe Reingabe auf den zweiten Pfosten. Nagafchi, Nagafchi! Wieder drin! 2:1 Büren! Der Kreisliga ist wieder in Front! Andy Nagaba, Nagafchi mit seinem zweiten Kopfballtreffer am heutigen Tag. Den Jungen bekamen die Recker einfach nicht in den Griff. Wahnsinn! Der Treffer hier nochmals in der Wiederholung. Da stehen sie fast alle am kurzen Pfosten. Doch dann kommt die Murmel lang und schlägt ein. Nagafchi nutzt hier Keeper Schriskanerei noch als Bande, der den Ball schließlich selbst noch mit ins Tor befördert. Was für ein Spiel hier in Büren. Der Außenseiter also zum zweiten Mal in Führung. Vor der Gäste ließ wiederum nicht lange auf sich warten. Reckes Schlussmann mit einem langen Flugball in die Spitze. Der eine Schriskanerei quasi auf den anderen. Dennis vorne links in Ballbesitz. Querpass in den Strafraum und da geht Strohmann im Zweikampf gegen Winkler zu Boden und Schönfelder schießt sofort auf Foul und somit Elfmeter. Bürenspieler fragte nochmal nach, doch die Entscheidung stand fest. Recke bekam die Chance auf den Ausgleich aus 11 Metern. Torentfernung. Wir schauen nochmal auf die Szene. Hier sehen wir, dass Strohmann den Ball spielt und nicht der Winkler. Dann gibt es offensichtlich einen Kontakt und den nimmt Strohmann dankend an. Also ich habe schon klarere Elfmeterentscheidungen gesehen. Nun denn, die Ausführung des Elfmeters übernahm Reckes Kapitän Max Stermann. Er also im Duell gegen Torsteher Nick Gubenscheimer. Anlauf, Schuss, ui, Tor, knapp war's. Gubenscheimer war dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. 2:2, der Ausgleich. Max Stermann vom Punkt mit ein klein wenig Dusel.
10, die Wiederholung. Nick Gummertimer ahnt die richtige Ecke, bekommt die Hand an den Ball und lenkt sich die Kugel dann trotzdem in den eigenen Kasten. Sehr ärgerlich für den Torsteher des SV Büren und Riesenmasel für den Torschützen. Die Maschei, jetzt hatten wir wieder Gleichstand. 4 Tore nach 24 Minuten. Was für ein aufregendes Spiel hier. Aber leider blieb das Spiel danach nicht mehr so aufregend. Wir springen in die Schlussphase der ersten Halbzeit, Minute 41. Und da bekommt René Heke die Kugel am gegnerischen Strafraum, setzt sich durch und zieht hier einfach mal ab. Genau auf Bürens Keeper Gummertimer, der sich ja zupackt. Weiter 2:2. Aber Büren jetzt mit Problemen. Da waren die Beine plötzlich müde und reckedrückt. 43. Freistoß für die Gäste zum Halbfeld. Hohe Reingabe, dann Kai Brünstrup. Der kommt fast mit dem 3:2 für Recke, aber eben nur fast. Dann die 44. Minute. Einwurf Büren von der linken Seite. Misslungener Rückpass. Und dann zieht Dennis Skanaraya das Tempo an, erobert die Kugel und scheitert dann an Bürens Nummer 1. Nick Gummertimer im 1 gegen 1. Das hätte die Führung für die Gäste sein können. Ja, vielleicht sogar müssen. Hier läuft die Wiederholung. Das war dann auch die letzte Szene hier im ersten Durchgang. Klasse Parade nochmals von Gummertimer, der hier den 2:2 Pausenstand rettete. Wir hatten richtig interessante 45 Minuten gesehen in Durchgang 1. Der Underdog aus Büren lieferte dem Favoriten aus Recke einen richtigen Pokalfight, sodass der Halbzeitstand mit 2:2 bisher für mich in Ordnung ging. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Gäste im Laufe der Halbzeit allmählich die Oberhand gewonnen hatten. 7:4 Torchancen und 9:5 Torschüsse für das Team von Thomas Mersch. Doch der SV Büren 2010 hatte unterm Strich genauso viel Tore erzielt wie der Gegner und somit war hier noch alles drin für beide Seiten, wohlgemerkt. Und damit steigen wir ein in Halbzeit 2. 47. Die Gäste aus Recke setzen da an, wo sie in Durchgang 1 aufgehört hatten. Marvin Strothmann mit dem ersten Ausrufezeichen in der zweiten Halbzeit. Sein Distanzschuss segelte knapp am rechten Pfosten vorbei ins Tor aus. In Minute 52 dann Ecke für den TuS Recke. Linksfuß Pieper. Der legte sich das Spielgerät hier zurecht. Der SV Büren musste also mit einer Hereingabe mit Zug in Richtung Tor rechnen. Ausführung Pieper und... drin das Ding! René Hick im Zentrum war wohl nicht mehr dran und damit erzielte dieses Schlitzohr Dominik Pieper mit einem direkt verwandelten Eckball das 3:2 für die Gäste aus Recke. Verrückt! Was für ein kurioses Tor! Hier die Wiederholung des Treffers aus Seitenlinienperspektive. Schöne Flugkurve des Balles, aber wo war eigentlich der SV-Keeper Gummertimer? Hier kommt die Auflösung. Gummertimer wird von Heke bei dem Versuch der Abwehrklage gehindert, sodass die Kirsche schlussendlich ins Tor rauschen kann. Heke springt rückwärts in Gummertimer rein. Für mich eine klare Behinderung des Torhüters, die man auch abpfeifen kann, vielleicht sogar muss, auch wenn es eine Sonderregelung für den Keeper im eigenen Verfügung aber nicht mehr gibt. Hier sehen wir es noch besser. Da wird Keeper Gummertimer von Heke angegangen. Der Heke hat sogar seinen linken Arm über Gummertimers Schulter, sodass der gar nicht mehr an den Ball kommen kann. Also da kann ich die Aufregung auf Seiten des Bürener Schlussballes mehr als nachvollziehen. Der Treffer jedenfalls zählte und somit waren die Gäste nun erstmals hier in Büren in Führung. 5 Minuten später dann wieder voll Alarm im Bürener Strafraum. Recke hatte wieder eine Standardsituation, dieses Mal von der linken Seite. Und wer stand da wieder bereit? Na klar, der Dominik Pieper, natürlich. Kurz geschaut, hoch eingeschlagen, Kopfball Esslage und zack, schon steht es hier 4:2 für die Gäste. Tim Esslage ist zur Stelle und erhöht gleich mal für den Schuss Recke. Die konnten sich nun über eine mehr oder minder komfortable 2-Tore-Führung freuen. Hier nochmal der Treffer aus Seitenlinienperspektive. Kein Abseits, alles korrekt. Da hatte der Torschütze etwas zu viel Platz für meinen Geschmack und diesen Freiraum, den wusste er es lange für sich zu nutzen. Köpft hier fast unbedrängt zum 4:2 ein. Die Folge kam vor den Hausherren leider nicht mehr viel. Da war die Luft raus. In Minute 70 schaufte Joel Thieme die Kugel per Freischuss mal vorne rein. Am zweiten Pfosten verpasste Nagafchi seinen dritten Treffer knapp, der aber auch nicht gezählt hätte, da Andy Nagafchi zu früh eingelaufen war und sich deshalb im Abseits befand. Dann springen wir schon in Minute 82. Wieder Thieme per Freistoß.
Im Zentrum, Verlängerung von Winkler. Doch, Gäste, Keeper, Sinskanaraya, Alter aus einem Kasten, pflückte das Spielgerät aus der Luft. Mehr fiel den Gastgebern im Durchgang zwar nicht ein, die hatten sich offenbar in den ersten 45 Minuten ausgepowert. Und mit dem 2:4 war auch der letzte Widerstand gebrochen. Übrigens auch abseits hier in dieser Situation. Wir können das kurz machen, denn auch in der Folge passierte auf beiden Seiten nichts mehr. Recke schaukte das Spiel gekonnt und locker über die Zeit, sodass Stefan Schönfelder nach einer 3-minütigen Nachspielzeit den Schlusspfiff ansetzte. Der TuS Recke setzte sich somit am Ende gegen den klassenniedrigen SV Büren 2010 mit 4:2 durch und steht somit im Kreispokalfinale Tecklenburg 2019-2020. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Thomas Mersch und sein Team. Der SV Büren konnte nur im ersten Durchgang Paroli bieten und ärgerte den Favoriten dabei mit einer 2-maligen Führung. Im zweiten Durchgang reichte die Energie dann nicht mehr, um nach dem Rückstand nochmal zurück in die Partie zu finden. Die Statistik unterstreicht, dass der Sieg der Gäste absolut verdient war. Insgesamt 41 Fouls wurden Stefan Schönfelder gepfiffen. Es war halt ein richtiger Pokalverdier. So, an dieser Stelle noch ein kurzer Blick auf den Turnierbaum. Der TuS Recke trifft im Finale also auf Arminia Eppenbüren, die im zweiten Halbfinale Kiruska Langenbeck im Elfmeterschießen besiegen konnten. Hier sehen wir die beiden Trainer Marcel Tschichowski und Thomas Mersch im Gespräch nach dem Spiel, die bei aller Rivalität freundschaftlich auseinandergingen. So soll es auch sein. Der TuS Recke zelebrierte anschließend seinen Sieg und mit diesen Bildern verabschiede ich mich wieder einmal. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr euer Tino Wermeling. Wurde präsentiert von SP Trockenausbau in Lotte. Wir haben die passende Lösung für jede Anforderung. Trockenbau, Schallschutz, Akustik, Bodenbelagsarbeiten, Abriss oder Sanierung. SP Trockenausbau Lotte. Und von Motorgerätebude aus Hopsen, ihr professioneller Partner für Mähroboter und automatische Beregnungsanlagen. Motorgerätebude aus Hopsen. Sowie von Andreas Egelkamp, Heizung, Lüftung, Sanitär aus Recke. Ihr Partner für nachhaltige Energiekonzepte, innovative Lüftungssysteme und moderne Sanitärkonzepte aus einer Hand. Andreas Egelkamp in Recke. Let's get ready to...